Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zu einem kleinen, kurzen, neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Let's Play Harry Potter Quidditch Champions. Schön, dass ihr wieder am Start seid und ja, wir sollen uns jetzt erstes heute einen neuen Jäger stellen. Hm. Ein Jäger? Ich möchte aber gerne... Okay. Achso, wir dürfen... Okay, ja, dann checken wir mal. Was nehmen wir denn überhaupt? Hm. Ich denke mal, der... Nee, den nehmen wir hier. Den nehmen wir hier als Jäger. Genau. So, Körpertypen. Passt so. Nehmen wir den hier. Schwierig zu... Ja, nehmen wir den hier, genau. Hautfarbe, Augenfarbe, wenn wir nehmen... Blau, genau, passt so. Haarfarbe braun. Nee, ehrlich. Jupp, das passt. Eine Brille habe ich gar keine eigentlich. Genau, brauche ich nicht. Aber wir können ja... Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Brille. Kann ich mir irgendwie mal mein Haus auswählen? Ich bin eigentlich kein Gryffindor, liebe Leute. Ich bin eigentlich ein Slytherin, nur so nebenbei. Es wundert mich gerade, dass der mir als ein... Ah, okay, wir können es ändern. Ja, jetzt wollte ich... Genau, ich bin ein Slytherin, natürlich. Wenn man Hogwarts Legacy Let's Play, mein erstes Hogwarts Legacy Let's Play kennt, ist ja, weiß es ja, dass ich Slytherin als erstes Haus genommen habe. Gut. Nee, das passt so eigentlich ganz gut. Du kannst deinen Charakter später Mini mein Team auswählen. Aha. Jeder Quidditch-Champion muss irgendwo anfangen. Und für viele ist das eben unser Garten. Für uns ist der Garten ein riesiges Quidditch-Feld. Und das Rauschen der Blätter, das jubelnde Publikum. Der Fuchsbau. Kannst du dich schon zwischen all deinen Helden sehen? Natürlich. Die Weasley-Fuchsbau-Gartenmeisterschaft. Aha. Willkommen auf unserem Hinterhof Quidditch-Feld. Bevor du abhebst, richte dich auf deinem Besen gut ein. Mach's dir im Sattel bequem und überprüfe nochmal deine Griffposition. Warte mal. Okay. Halte den... Ja, das können wir. Halte rückwärts gedrückt. Warte mal. Okay, wir können sogar rückwärts fliegen. Aha. Du musst nur hochdenken und der Besen tut, was du willst. Wenn es sich nicht richtig anfühlt, nimm ein paar Anpassungen vor. Über das Fliegen der Ringe durch die Ringe auf dem Feld. Okay. Ich muss jetzt mal ein bisschen reinarbeiten hier. Okay, du kannst den Flug nach unten in den Einstellungen invertieren. Das ist mir brauchen wir aber so. Das lassen wir so, wie es ist. Es lauern viele Gefahren auf dem Quidditch-Feld. Geschickte Ausweichmanöver können dich vor ihnen bewahren. Achso. Du kannst
kannst dein Wesen für kurze Zeit zusätzlich beschleunigen. Danach ist aber erstmal eine Erholungsphase angesagt. Ah, perfekt. Okay. Wenn sie nicht genutzt wird. Du bist bereit für eine Technik für Fortgeschrittene. Indem du driftest, kannst du in eine Richtung fliegen und in eine andere gucken. Ich nutze das ständig, um besser aufs Tor zielen zu können. Nicht übel, du schlägst dich gut. Definitiv besser als Neville bei seinem ersten Mal auf dem Besen, soweit ich gehört habe. Testen wir dein Können mit einer kleinen Herausforderung. Wieso, wie sollen die Flugherr... Ja, heute wird es wahrscheinlich eher nur ein bisschen Grundlagen, Charakterstellung, Grundlagen. Oh, Hilfe, ich habe was vergessen. Oh, ich habe schon wieder einen vergessen. Das Spiel ist jetzt nicht ganz so 100% wie das eigentlich in Hogwarts, aber gut, da haben wir das auch, oder? Ja. Kein Grund zur Eile. Wenn du dich sicher fühlst, machen wir weiter. Wie geht's dir auf deinem Besen? Nur ein paar Schuss. Frischen wir dein Quidditch-Wissen nochmal auf. Sobald du alle Positionen kennst, ist es gar nicht kompliziert. Gut. Jedes Team hat 3 Jäger. Sie sind das Herz eines Quidditch-Teams, wenn ich das so sagen darf. Diesen Ball nennt man Quaffle und die Aufgabe der Jäger ist es, ihn, nun ja, zu jagen. Hat das andere Team den Quaffle, müssen unsere Jäger ihn schnell zurückholen und zu den gegnerischen Ringen befördern, was so einige Ausweichmanöver erfordern kann. Werfen Sie den Quaffle dann durch einen gegnerischen Ring, bringt uns das Punkte und einen Schritt näher zum Sieg. Ich will aber gar nicht einen Jäger spielen. Aber eigentlich, obwohl, Jäger ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Da kann ich Tore machen. Da muss ich mich nicht um alles andere kümmern. Greife Gegner an und erziele Tore, indem du den Ball Quaffel durch die Tore wirfst. Quidditch ist ein rasanter Sport und du musst sehr schnell auf Situationen reagieren. Manchmal reicht dafür schon ein Perspektivwechsel. Hat sich ja voll gelohnt gerade. Schau dir mal. Ah, Ginny, das ist... Siehst du denn mal den Jäger und drücke... Warte mal, kann ich das jetzt... Ah, das können wir ändern. Wechselst wieder zu dem... Okay, das haben wir so gelernt. Der Jäger dreht sich alles um den Quaffle. Schau dich nach ihm um und behalt ihn im Auge. Halte er ernst, um nicht auf den Quaffle und seinen Jäger... Okay, das haben wir auch gemacht. Quidditch ist vor allem ein Teamsport. Wenn du dich in einer günstigen Position befindest, solltest du von deinem Team einen Pass anfordern. Nur weil du den Quaffle hast, darfst du den Rest deines Teams nicht vergessen. Allein wirst du nicht weit kommen. Wirklich gute Jäger wissen ganz genau, dass Pässe unverzichtbar sind. Voll verzogen. Warte, muss ich gerade gucken, wo der... Ah, hier. Tada! Wir haben ein Tor gemacht. War jetzt auch nicht besonders schwierig. Ich sage stets den Quaffle. Wenn ihn doch mal ein gegnerischer Jäger in die Finger bekommt, kann ein schnelles Tackling nicht schaden. Tack! Ziemlich beeindruckend bisher. Mit einem freien Tor kommst du schon mal zurecht. Aber so einfach ist das oft nicht. Mal sehen, wie es ist, wenn es bewacht wird. Easy. 20-0. Das ist erstmal zum Thema Jäger. Fühlst du dich bereit für ein Aufwärmspiel? Ja, können wir gerne. Ich hoffe, dass du das sagst. Spielen wir erstmal nur mit Jägern. Achso, wir lernen jetzt quasi Step by Step die einzelnen Positionen. Und ja, okay, verstehe. Rekrutiere deinen nächsten Jäger. Wen nehmen wir denn als nächstes? Du? Warte mal, wir müssen nur mal ein bisschen hellere Hautfarbe machen. Nee, das sind aber...
So. Du bist dann Saybush, oder? Und da ich nebenbei noch für Hufflepuff spiele. Ja. Deutsche Weasley war geschehen. Tilly Weasley hier, Co-Kommentatorin für dieses Spiel. Oh, mit Molly, Hermine und George. Der Koffer fliegt! Scheiße, ich hab den nicht erwischt. Oder? Nee. Jawohl. Oh, der ist gut. Hab ich den erwischt? Nee, hab ich nicht. Scheiße. Hier kommt der Schuss. Scheiße, den hab ich natürlich super. Ein Fehlschuss kann doch mal passieren. Warte mal. Fantastischer Pass. Jawohl. Nee, verdammt. Er hat gewonnen. Jawohl. Ich kann ja schön jetzt... Oh. Jawohl, Ausgleich. Bäm, durch Ginny. Weiß ich nicht, mich. Hier nimm. Verdammt, Pfosten! So knapp daneben. Scheiße, ich hab verloren, Pfosten. Nein, ich hab verpasst. Seht ihr? Nein, seht nicht. In diesem Team klammert sich niemand. Lecko mio an mich. Einfach voll verzogen, aber egal. Wir haben es geschafft, Junge. Da ist der Pass. Dieses 20 beide, fuck. Molly trifft. Wird das der Führungs- Ja, wir haben gewonnen. Oder hat Mom den Flubberwurm in der Toilette gefunden? Welcher Punkt? Fred und George. Wir wollen euch nicht rausschmeißen, aber bleiben könnt ihr nicht. Führungsfortschritt, den Jäger haben wir geschafft. Gut, das soll schon wieder gewesen sein für Quidditch Champions. Und in der nächsten Folge geht es dann mehr oder weniger weiter mit dem, ja, würde ich sagen, Treiber, glaube ich, war es, wenn es richtig im Kopf habe. Tschüss.